Hey Leute, es gibt ein Update zu den Berufen und Ruffraktionen in Phase 4. Das heißt, wir bekommen komplett neue Berufsrezepte für die Ruffraktionen Thoriumbruderschaft, Hydrixianer, Agenturdämmerung und Holzschulenfeste. Das heißt, ihr könnt jetzt schon Rufgrinden in Phase 3 für Phase 4, um euch die neuen Berufsrezepte freizuschalten. Wie ihr da Ruf habt, einfach einen Guide anschauen auf YouTube, da gibt's unzählige. Viele Spieler haben sich tägliche Quests gewünscht für die Albtraum-Einfälle. Blizzard ist jetzt dem nachgekommen. Die Albtraum-Einfälle sind Knotenpunkte für tägliche Quests. Am Anfang von Phase 4 wird uns das PvP-Klassenset für Rang 10 zur Verfügung stehen. Im Laufe der Zeit von P4 werden die Ränge dann weiter angehoben. Der XP-Buff wird übrigens auch angepasst, das heißt von Stufe 1 bis 50 beträgt er 150% mehr XP und von Stufe 50 bis 60, also Phase 4, beträgt er 50% mehr XP. Und es wird neue Belohnungen und eine neue Währung geben für das STV-Event im Schlingendorntal. Das heißt, das STV-Event wird auch mit Stufe 60 das PvP-Event bleiben. Aktuell wissen wir aber noch nicht, wie die Items ausschauen werden, aber in den nächsten Wochen werden wir es mit Sicherheit erfahren. Bei den Ringrunen gibt es auch was Interessantes, und zwar, ihr kennt alle die neuen Ringrunen, die habe ich euch schon vorgestellt, aber die scheinen accountgebunden zu sein, was bedeutet, dass ihr mit euren Alts die nicht mehr farmen müsst und die direkt zur Verfügung stehen. Das ist schon mal ein Thema, also das Thema gab es sehr oft jetzt in der letzten Zeit, dass sich viele gewünscht haben, dass man mit seinen Alts einfach leichter die Runen farmen kann. Hier kommt Blizzard zumindest etwas entgegen und die Ringrunen scheinen accountgebunden zu sein. Wie es mit den anderen Runen ausschaut, das wissen wir noch nicht, aber PTR ist erst am Anfang. Blizzard hat gesagt, es kommen noch viele, viele weitere Neuigkeiten und auch viele, viele Änderungen werden auch noch stattfinden bei den PTR. Das heißt, wenn ihr nichts verpasst wollt, natürlich Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Ansonsten gibt es noch ein komplett neues BlackRock-Event. Spieler haben festgestellt auf dem PTR, dass in der brennenden Steppe ein Timer ist, und zwar zu Mitternacht und danach alle 12 Stunden. Das Event soll anscheinend 16 Minuten gehen. Was das genau ist, wissen wir leider noch nicht. Spieler haben aber Algorand gefragt, was es damit auf sich hat. Der hat gleich geantwortet und gemeint, es ist kein neues PvP-Event und auch nichts ähnliches. Also, wir wissen noch nicht, was es ist. Vielleicht ein neues PvE-Event auf einem PvP-Server. Mit SOD hat hier Blizzard neue Tankoptionen mit ins Spiel eingeführt, das heißt Schamanen, Rogues und Hexenmeister. Aktuell gibt es eine Situation, über die geredet wird. In MC haben wir viele Bosse Tankimmunität, alles klar, Feuerimmunität, und Hexenmeister bauen ja mit Segner Schmerz Agro auf. Das heißt, es wird schwierig, Agro aufzubauen, wenn die feuerimmun sind, und Blizzard hat schon gesagt, dass sie entsprechende Mechaniken ändern wollen oder halt das so machen wollen, dass alle Tank-Builds spielbar sind in MC, also auch der Hexenmeister. Wie genau das ausschauen wird, wissen wir noch nicht, aber schon mal auf jeden Fall gute Nachrichten für alle Tanks. Dann noch ein sehr interessantes Gespräch über die legendäre Waffe Sulfuras, und die hat ja ein Update bekommen, und zwar für Druiden. Das heißt, die Druiden werden wahrscheinlich die Waffe auch tragen können. Hier haben sich schon ein paar Spieler beschwert. Historisch gesehen haben nur Schamanen und Paladine Sulfuras verwendet, und viele Spieler haben bereits begonnen, die Materialien für die Quests zu sammeln. So, Josh Greenfield hat geantwortet, ja, das ist schön und gut, aber sie wollen es ermöglichen, dass nicht nur ein, zwei Klassen legendäre Waffen tragen können, sondern mehrere Klassen. Und ich finde diese Antwort verdammt geil, weil das erhöht die Chancen unglaublich, dass wir weitere legendäre Gegenstände sehen. Das war's mit dem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Blizzard hat bereits angekündigt, es kommen weitere und viele Änderungen während dem PTR und auch viele Neuigkeiten. Von dem her, bis bald und bis zum nächsten Video.